Willkommen zur neuen Folge Hogwarts Legacy. Wir haben hier ja die zwei Lager in der letzten Folge ausgelöscht. Mehr oder weniger gut. Und stehen jetzt hier und konnten hier diesen Fleck untersuchen. Wir haben alte Magie gesehen. Jetzt ist natürlich die Preisfrage. Wie kommen wir da rein? Und was werden wir da drin finden? Gibt es Florfliegen und so ein Zeug? Kommen wir hier eventuell das Fenster rein? Wenn man zielt, bestimmt. Komm ich hier nicht rein? Wieso nicht? Komm ich jetzt rein? Echt nicht rein. Komme ich da nicht rein? Das Fenster etwa zu schmal für mich? Dann gut, mal eventuell hier reinkommen. Wo wir uns ja eigentlich hochziehen hätten können. Sieht aber auch nicht so aus. Weiß nicht, ob das so gesund wird, was ich hier vorhab. Ah, warte mal, da komme ich doch rein. Ins Hemd. Wenn man die Augen nicht gleich aufmacht, ja? Was sind das hier für schöne Sachen hier? Da sind auf jeden Fall die Kerzen. Da oben ist auch so ein Ding. Okay, wir haben die Teile jetzt aufgesaugt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war. Und vor allem weiß ich nicht, was das mit uns macht. Aber ich denke, wir werden es früher oder später rausfinden. Wir lassen jetzt einfach mal das Ding hier runter. Und ich gehe mal davon aus, dass wir den da auffallen lassen sollten. Und wir dann theoretisch da runter müssen, oder? Theoretisch. Da ist noch eine Truhe. Schade, dass das niemand gesehen hat. Okay. Geht's jetzt hier? Ach, hier unten geht's auch noch raus. Ah. Okay, okay, okay. Was ist das denn für ein Händler hier? Krieg ich bei dir eventuell ein paar Gesundheitstränke oder sowas? Oder was machst du? Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Genau. Ohne den braucht man natürlich Vorrat auch. Würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen.
Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Ja, na klar. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Nehmt definitiv einen Mega-Power-Trank mit. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Das könnte uns nicht schaden. Mimosa Tentaclor. Nein, Gegner. Okay. Erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit. Wäre ja auch interessant. Indem er mit dauerhaft bedeckt wird. Okay. Ich möchte mal sowas hier haben. Und ich nehme auch so einen hier mit. Es war mir ein Vergnügen. Dass wir mal ein bisschen was in der Hand haben, falls noch mehr passieren sollte. Wo ist denn die Miezekatze? Da ist eine Miezekatze. Muss man natürlich immer mal mitnehmen, wenn ab und zu mal eine... Oh, Alter. Sieht schon auch hammermäßig gut aus. Warte mal, da oben ist ein Schnellreisepunkt. Den nehmen wir natürlich auch mit. Eine Miezekatze. Du guckst mich schon so an, als wirst du gestreichelt werden wollen. Dein Lieb zu Katzen, dann können sie dir nicht böse tun. Östliches Tal. Ah ja. Wenn mir nur irgendjemand zur Hilfe käme. Wieso, was hast du denn? Was gibt es für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher. Aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Wenn Sie wirklich einen Grimm gesehen haben, war es ein Omen. Und die pflegen für gewöhnlich nicht anzugreifen. Ich bezweifle, dass ein Unsichtbarkeitstrank helfen wird. Ich sehe, Sie glauben mir nicht. Na gut. Mein Blut klebt an ihren Händen. Mhm. Wenn sie meint, gerne, gerne. Aber ich höre hier noch mehr Stimmen. Kommt die von da oben? Wir gehen mal gucken. Und ich glaube auch nicht, dass wir drum herum kommen. Das eine Lager, an dem wir vorbeigelaufen sind. Dass wir das nicht auch noch auslöschen werden. Aber hier laufen auf jeden Fall wieder mehr Leute durch die Gegend. Wie vorher. Immer noch nicht, wo die Kerzen sein sollen oder ob das wirklich diese Brücke ist. Aber warte mal, hier drüben ist ja auch noch so eine Burg. Das war die, wo wir da am Anfang drin waren, glaube ich. Ja. Genau. Moment mal, was ist denn das da? Da ist noch eine Truhe irgendwo. Da muss ich dafür hier rein. So. Das hätten wir.
Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Ich denke, mit der Zeit kriegen wir das auch hin. Ich sollte jetzt gehen. Danke. Danke vielmals. Wirklich. So, da komme ich ja wieder nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Warte mal, wieso ist denn jetzt hier dieses Schriftstückensymbol? Muss ich da vielleicht da runter? Nee. Oder es soll hier eine Buchseite sein, Moment. Ja gut, da oben ist noch was. Da war ich ja bis jetzt noch nicht drin. Doch, da waren wir drin. Da ist die Buchseite. Kürbislimo. Ja gut, wenn man ab und zu mal ein bisschen auf die Karte guckt. Komme ich nicht rein, okay? Nein! Du Trottel! Jetzt hänge ich hier auch noch fest, oder was? Ja, doch knallhart da einfach rübergejumpt, nur weil ich die schnelle Laufentaste gedrückt gehalten habe. Mich da hoch nochmal. Diesmal machen wir das ein bisschen langsamer. Nicht, dass er da nochmal rüber jumpt, das muss ja auch nicht sein. Ich will das doch alles erkunden. Das macht er mit Absicht. Ich habe jetzt nichts gedrückt. Okay, dann lassen wir das erstmal dabei, bevor wir uns hier, keine Ahnung, wie soll ich sagen, töten? Oder sowas in der Art? Aber wir haben doch noch Aufträge offen. Moment. Geh mal bitte auf die Aufträge. Güter, ein Hauch von Liebe. Die Frage ist halt, was ist jetzt hier näher? Zauberstabgriff, Erscheinungsbilder. Ich glaube, wir sprechen jetzt erstmal mit Helena. Wegen dem sind wir ja eigentlich hierher gekommen. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Warte mal. War das hier? Ah, warte mal, da ist doch was. Achtung. Sumpfkrater gesichtet. Okay. Ich dachte doch, irgendwas wollte man uns doch zeigen, bestimmt. Ah, da sind sie ja. Schön, dass sie meinem Rat gefolgt sind. Ach, Helen. Ja, bitte, bitte. Die Distel der Zauberwelt. Okay. Gucken wir uns denke ich auch in Ruhe an. Hallo Herr Hauself, wie geht's Ihnen?
Okay. Wir nehmen noch ein Äpfelchen, bevor wir sprechen. Ja, Josef, tut mir irgendwie leid, dass der da einfach so hier... Aber es ist echt bequem hier. Teil 3. Okay. Gut. Haben wir erstmal das Haus geplündert? Madame Thistlewood? Ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er schickt mich. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten. Also gut, ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne. Seine Leiche wurde nie gefunden. Als sein kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde Anne des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat diese Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab. Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste, wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Wenn jemand wie sie mit ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Mhm. Eine schreckliche Geschichte. Wenn Sie meinen, dass es hilft, begleite ich Sie. Das wäre wunderbar. Ihr Mut und Ihre Freundlichkeit sind wirklich beispielhaft. Meine frühere Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen verfluchten Ort gebracht. Schüler noch nie. Aber ich passe gut auf sie auf. Mhm. Ich sag ja sehr ungern, aber ich bin mir nicht sicher, was uns da erwarten wird. Können Sie mir mehr über Apollonia Black sagen? Ein elendes, rachsüchtiges Mädchen. Sie behauptete, dass Anne gedroht habe, den Jungen zu töten, der ihr Herz gebrochen hatte. Der Einfluss der Blacks auf gewisse Leute im Ministerium und die Tatsache, dass Anne muggelstämmig ist, besiegelten ihr Schicksal. Ich wüsste gerne mehr über Anne. Das arme Kind. Sie war nie sonderlich klug und dieser Mangel an Intellekt wurde ihr zum Verhängnis. Ich vermute, dass Jackdaw und Apollonia nur mit ihr gespielt haben. Wer hätte denn mit seinem Tod gerechnet? Azkaban hat ihr zugesetzt. Sie macht mir Vorwürfe, weil ich ihre Unschuld nicht bewiesen habe. Ich würde ihren Namen gern reinwaschen. Sie sagten, Jackdaws Geist sei kurz aufgetaucht und dann verschwunden. Wo könnte er hin sein? Ich weiß es nicht. Offenbar war er schon immer etwas rastlos, wollte ständig Abenteuer erleben. Wenn ich raten müsste, hatte er genug von Schottland und ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Okay. Die Frage aller Fragen ist, reisen wir jetzt nach Azkaban? Oder machen wir das ganz entspannt in der nächsten Folge? Ich glaube, das werden wir auch so machen. In der Folge haben wir uns ja auch noch ein bisschen umgesehen. Auf der Spur alter Magie. Und jetzt werden wir uns in der nächsten Folge nach Azkaban begeben, so wie sich das hier anhört.
Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe ihr auch. Lasst gerne ein Däumchen da. Auch gerne einen Kommentar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.